Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute möchte ich mal ein paar Fragen beantworten, die eigentlich schon tausendmal beantwortet wurden. Aber ich möchte ein dediziertes Video haben, wo diese wichtigen Fragen, wo spawnt das Geisterschiff, wie kann man das Kuaribo spawnen, wie kriegt man Fort Dulisse in den Übernahmen und. Heute einmal klären, ein Video machen, wo alles beantwortet wird und dann auch für den Stream für euch teilen, dass ihr diese Fragen auch beantwortet, mit Bildmaterial bekommt. Deswegen starten wir direkt rein. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an, was das einfachste ist. Das ist das Geisterschiff. Das Geisterschiff, davon habe ich auch hier gerade die Kleidung und auch die Segel und so, die ganzen Skins und natürlich auch die blaue Flamme, die ich euch in meinem Bildvideo gezeigt habe. Und wie man das Geisterschiff farmt, wäre vielleicht dann auch ganz wichtig zu wissen. Erstmal ist wichtig zu wissen, dass das Geisterschiff jede Nacht, also Ingame-Nacht, erscheint. Und es eine Mission gibt von dem Geisterschiff. Diese Mission findet man auf der Oubliette. Wir fahren doch mal eben hin, dann zeige ich euch das. Diese Mission könnt ihr einmal am Tag annehmen. Echt-Game-Zeit-Tag. Bedeutet, wenn ihr hier rechts bei dem Händler die Mission einmal angenommen habt und die dann auch abschließt, dann hier über Ozean hinweg, dann dauert das mindestens einen Tag, bis ihr die wieder habt. Wenn ihr diese Mission aktiv habt, dann seht ihr auf der Karte den Standort von dem Geisterschiff. Ich habe hier den Bug, perfekt. Dann seht ihr den Standort, der ist nämlich direkt neben der Oubliette. Und wenn ihr die Mission aktiv habt, dann kommt das Geisterschiff hier auch zu 100%. Bedeutet, wenn ihr die Mission aktiv habt, dann fahrt ihr hier hin, holt euch das Geisterschiff, Mission ist beendet und gebt die Mission wieder ab. Wenn ihr die Mission nicht habt, dann gibt es verschiedene Spawn Punkte von dem Geisterschiff, von der Mangoden, über die ganze Welt verteilt. Es gibt aber einen Spawnpunkt, wo es zu 100% immer kommt. Und das ist hier unterhalb der Ragnarhöhle beim Südchinesischen Meer. Ungefähr in diesem Quadranten kommt jede Nacht das Geisterschiff. Und dort könnt ihr jede Nacht farmen für blaues Feuer, für die Skins und so weiter. Und auch für die nebelige Asche. Wo ich gerade mal hier stehe bei dem Händler. Kauft euch auf gar keinen Fall diese geheimnisvolle Truhe hier. In der geheimnisvolle Truhe sind immer nur 10 Wacholderbeeren drin, 50 Achterstücke, aber nie irgendwas Gutes. Also wir haben viele, viele, viele Truhen aufgemacht, der Chat und ich, und wir sind uns eigentlich einig, dass da keine blaue Flamme drin sein kann und auch kein Skin. Falls ihr da mal eine aufgemacht habt und da war was drin, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber meines Wissens nach gibt es da in der Truhe nichts Gutes, deswegen kauft die auf jeden Fall nicht. Als nächstes haben wir das Kuaribu. Dafür gibt es ja auch eine Mission aus der Tiefe. Diese Mission findet ihr auf Lanitra. Da werde ich auch einmal eben hinporten. Und Kuaribu ist ein wenig anders als das Geisterschiff. Das Kuaribu taucht nur auf, wenn ihr diese Mission aktiv habt. Und diese Mission könnt ihr, genau wie das Geisterschiff, nur einmal am Tag bekommen. Das heißt, wenn ihr die Mission hier bei dem Händler einmal angenommen habt und das Kuaribu dann besiegt habt, der Spawn ist übrigens hier oben, dann müsst ihr einen Tag warten, bis ihr das Kuaribu wieder herausfordern könnt und farmen könnt. Aber es gibt einen Trick, auch diese Mission immer und immer wieder zu machen, sogar viel schneller als das Geisterschiff. Und zwar müsst ihr auf dem Server, auf dem ihr seid, ihr kennt das, ne? Ihr habt immer eine Welt, wo bis zu 20 Leute drauf sein können. Und in dieser Welt muss einer sein, ich zum Beispiel, der diese Mission aktiv hat. Also wirklich aktiv oben im Register und angenommen. Und was ihr dann macht, ihr könnt diesem Menschen, also mir, einmal beitreten und diese Mission quasi einmal für euch auch ziehen. Dann habe ich die und ihr habt die auch. Dann fahrt ihr mit eurem, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil dann würde ich den spawnen. Dann fahrt ihr einmal hier oben hin oder ihr seid da schon und kommt in meine Gruppe. Und dann sollte das Kuaribu innerhalb von 1 Minute auftauchen. Sobald das Kuaribu aufgetaucht ist, ist ganz wichtig, dass ihr die Gruppe wieder verlasst, bevor ihr es besiegt. Weil sobald ihr das besiegt und immer noch in meiner Gruppe seid, gilt es auch für mich oder für denjenigen, der die Quest hat, auch als besiegt und die Quest ist gone und wir müssten 24 Stunden warten, um es nochmal zu machen. Deswegen ist das Wichtigste hiervon, dass ihr bevor das Kuaribu besiegt wird, wieder die Gruppe verlasst. Wenn ihr das Kuaribu dann besiegt habt, dann könnt ihr das looten und dort stehen bleiben
Und dann wartet ihr ungefähr 3 Minuten, bis das Kuaribo wieder despawnt. Das despawnt, das geht dann unter, das Blut verschwindet. Und dann könnt ihr demjenigen, der die Mission hat, wieder beitreten und das ganze Ding geht wieder von vorn los. Das insgesamt dauert das 5 Minuten. Innerhalb von 5 Minuten könnt ihr das Kuaribo immer wieder besiegen. Ganz wichtig, wenn ihr in der Gruppe seid, ihr kriegt nur Loot, wenn ihr das Kuaribo einmal angegriffen hat. Deswegen angegriffen habt. Deswegen ist ganz wichtig, wenn ihr da mit 3, 4, 5 Leuten seid, da lasst jeden einmal angreifen, damit auch jeder wirklich dann Loot bekommt. Dann werde ich ganz oft gefragt, ich hatte schon überlegt, darüber ein eigenes Video zu machen, aber ich nehme es hier mit rein, wie man Fort Dulys als Übernahme bekommt. Habe ich schon 1 Million Mal erklärt im Stream, aber jetzt hier auch nochmal im Video. Fort Dulys ist einer der einzigen Manufakturen, die nicht über ein PvP-Ereignis eingenommen werden können. Wann das nächste Ereignis ist, das seht ihr immer da links, nächste Übernahmegelegenheit. Und Fort Dulys kann nicht über ein PvP-Ereignis eingenommen werden. Das kennt ihr. Dann ist hier ein roter Punkt. Dann könnt ihr auf Beitreten klicken und dort das versuchen zu erobern. Fort Dulys kriegt ihr nur über ein PvE-Ereignis, wo ihr einen Konvoi überfallen müsst. Dieses PvE-Ereignis ist in der Regel immer hier unten. Das bedeutet, wenn also die nächste Übernahmegelegenheit ist, solltet ihr hier unten gucken, ob ein blaues Zeichen mit einer Übernahmegelegenheit ist. Das blaue Zeichen kennt ihr, das ist immer diese Händler-Konvoi-Zeichen. Und der hier unten ist das einzige, wo ihr diese Fort Dulys bekommen könnt. Wenn ihr Afrika habt, dann kann es auch mal sein, dass dieser Konvoi hier oben ist. Und ich weiß aber nicht, ob, wenn ihr Afrika schon habt, aber Fort Dulys nicht, ob dann auch hier Fort Dulys kommen kann. Wichtig ist einfach zu wissen, Fort Dulys könnt ihr nur durch dieses Koop Ereignis erhalten. Außerdem möchte ich auch in dem Video einmal zeigen, wie der beste Weg ist, durch Indien durchzufahren. Ich hatte ja in meinem Achtermünzen-Video euch die Rote Insel und Afrika gezeigt. Deswegen hier einmal ein Bildchen, was ihr euch einen Screenshot von machen könnt, was meiner Meinung nach einer der besten Wege ist, um alle Gebäude abzufarmen in Indien. Aber es gibt auch Taktiken, die nur den oberen Teil von Indien mitnehmen, weil auch der obere Teil mit die besten Manufakturen hat. Also ihr könnt natürlich auch, vor allen Dingen, wenn ihr nicht viel Zeit habt, nur diesen Bereich hier mitnehmen. Dort ist auch die Dichte an Manufakturen am höchsten. Und diesen unteren Teil, gerade diese 3, 4, 5 hier, komplett wegzulassen. Das verringert eure stündliche Einnahmequelle nicht so drastisch, wenn ihr die einfach weglasst. Aber ja, wenn ihr nicht so viel Zeit in Indien verbringen wollt, könnt ihr euch auch nur auf den oberen Teil hier konzentrieren und hier unten den Teil weglassen. Aktuell sind diese drei hier vor allen Dingen manchmal auch verbuggt, da sind ganz viele Kämpfe und so. Deswegen, ja, wenn ihr nicht so viel Zeit habt und mit Afrika und Rote Insel schon so viel Zeit in Anspruch nimmt für die Münzrunde, würde ich euch vielleicht auch eine kleine Runde einmal hier drumherum vorschlagen. Das ist eigentlich relativ easy. Hier einmal durch, einmal rum und dann seid ihr schon fertig. Das kriegt man echt easy in 20, 25 Minuten hin. Außerdem werde ich des Öfteren gefragt, A, was macht das Todesmal? B, wie geht das Todesmal wieder weg? Und ob die Versorgungswege, der Trick noch funktioniert. Deswegen werden wir es hier einmal zusammen machen. Ich meine, ihr könntet das auch selber testen, aber ich glaube, es gibt oft Leute, die möchten nicht so gerne was testen. Deswegen werde ich es euch einmal hier zeigen, wie das abläuft. Ihr kennt das ja mit den Versorgungsaufträgen. Wir nehmen die an und porten uns dahin. Dann schießen wir einen von diesen Konvoi-Leuten ab. Und in der Vergangenheit war es so, als das Todesmal abgestellt war vor Season 1, haben wir viel mehr an Ressourcen bekommen, ohne irgendeinen Nachteil davon zu haben. Das hat sich im Großen und Ganzen nicht wirklich geändert, weil wir bekommen jetzt zwar ein Todesmal. Dieses Todesmal bewirkt, dass ihr von Ruder-Gegnern angegriffen werdet. Ihr kennt das, diese abtrünnigen Schiffe oder auch Pestschiffe. Ich werde jetzt mal zur Demonstration das Schiff da vorne abschießen und euch dann auch erklären, wie ihr das Todesmal wieder wegbekommt. Das ist nämlich gar nicht kompliziert. Ich könnte dem auch schon vorweggreifen.
Das Todesmal hat nämlich einfach eine Abklingzeit, ist also relativ unkompliziert. Wenn wir uns das Todesmal unten links gleich angucken, dann werdet ihr sehen, dass um das Todesmal herum ein Kreis ist. Und dieser Kreis wird pro Sekunde weniger. Und ungefähr nach einer halben Stunde sollte das Todesmal dann wieder weg sein. Also da ist kein großes Hexenwerk hinter. Es ist wirklich tatsächlich einfach nur eine Zeit, die ablaufen muss. Und was auch wichtig ist, diese Zeit läuft nur ab, wenn ihr auf dem Wasser seid und nicht während ihr an Land seid. Das heißt, für das Todesmal, um das wegzubekommen, müsst ihr wirklich auf dem Wasser sein. Aber die Ruder-Club-abtrünnigen Gegner, die sind wirklich nicht stark. Die sind wirklich nicht stark. Die solltet ihr auf jeden Fall besiegen können, auch mit dem Todesmal. Deswegen spielt mit dem Todesmal einfach so weiter. Holt euch hier die Materialien ab und vor allen Dingen den Free Loot für das Silber. Und Silber ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, wo ich hier gerade auf dem Weg zurück bin. Wenn ihr Probleme habt, gerade im Endgame eure Manufakturen mit Silber weiter zu befeuern, würde ich euch raten, sich auf einzelne Manufakturen zu konzentrieren. Wenn ihr immer noch das Maximum an 8er Stücken rausholen wollt, aber nicht genug Silber habt, weil euch einfach die Zeit fehlt oder die Geduld oder was auch immer, könnte man oder gibt es Manufakturen, die ihr nicht befeuern solltet. Und das sind ganz klar die Forts. Alle Forts hier geben ganz, ganz wenig pro Stunde. Wenn wir uns hier mal Fort de Lys angucken, auf Stufe 10 gibt es gerade mal 88. Oder hier Grand Fort gibt 110. Oder hier Fort Dubourg gibt 118 auf der allerhöchsten Stufe mit allem ausgebaut. Also solltet ihr da Silberprobleme haben, dann lasst die Forts mal weg. Das gibt euch zwar alle 2 Tage nur in Anführungsstrichen 100. 50 bis 200.000 Silber, aber ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und als letztes, das ist jetzt eine Kaperbriefsache, könnte natürlich sein, dass in einem Monat das Ganze schon wieder nicht mehr so spannend für euch ist, aber jetzt gerade werde ich ganz oft gefragt, wo man Schluntervergeltung und von Pest gejagt die Mission bekommt. Diese Missionen sind aktuell noch nicht verfügbar. Die Missionen werden sehr wahrscheinlich nächste Woche, wenn sich Woche 1 resettet, also jetzt in 2 Tagen, wenn ihr das Video seht, in einem Tag, zur Verfügung stehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir als erstes eine der beiden Quests bekommen und dann eine Woche später nochmal eine der beiden Quests. Und dann ist ja die Welle 1 hier abgeschlossen und dann taucht was Neues auf. Deswegen würde es Sinn machen, dass wir jetzt in der nächsten Woche eine der beiden Missionen bekommen und darauf die Woche nochmal eine der beiden Missionen. Und dann ist ja hier die Welle 1 abgeschlossen. Falls ihr Woche 1 und Welle 1 schon abgeschlossen habt und schon die Belohnungen weiter grinden wollt, könnt ihr das natürlich mit Ruhm machen. Da steht da oben, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich sage es jetzt hier in dem Kontext auch nochmal. Bedeutet, wenn ihr Plünderungen macht, Gegner besiegt, Missionen abschließt oder ähnliches, bekommt ihr Ruhm und Ruhm wird dort oben mit dazugepackt. 1 zu 3 ungefähr ist die Umrechnung, Ruhm zu diesen Punkten, zu den Schmugglerpunkten. Und ja, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, tretet im Discord bei, schaut auf Twitch vorbei. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.